Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Day of the Tentacle. Ein wirklich bis jetzt ziemlich witziges Adventure. So, sobald Tobi die Batterie fertig hat, können wir starten. Das wollte ich nicht. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Ich wollte gar nicht die Zeit wechseln eigentlich. Hab mich nur verdrückt. Mal schauen, ob der Geheimgang schon existiert. Ich wollte schon sagen, wahrscheinlich passt er nicht durch. Ach, tatsächlich. Red Edison! Da ist er ja! Ist der verwandt mit Thomas Edison? Den DOS! Schauen wir mal das DOS an. Voll mit Plänen und Müll. Sieht wie ein normaler Hammer aus. Aber ich bin ja kein Wissenschaftler. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Sehr gut. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Hey! Was gibt's? Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches von alleine an Dingen klebt. Ziemlich genial, muss ich schon sagen. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches... Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Super Batterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Naja, wir haben zumindest Öl. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Okay. Essig und Gold. Unterdessen. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich Ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Na, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Ah, guck mal, da ist Max. Aus Sam und Max. Ne, warte mal. Doch, der ist Max. Ich war mir gerade nicht sicher, wer ist. Die Sam und Max sind auch super Point-and-Click-Adventures, die Sam und Max-Spiele. Ich nehme an, hier schläft George Washington. What? Warum? Naja, jetzt ist er kaputt. George sleeps hier. Ist schon lustig. Okay. Ich wette, dies für den Diener, wie im Fernsehen. Hier bin ich, immer mit der Ruhe.
Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Okay, ich schätze, das hat funktioniert, was auch immer. Hallo, Lady. Ja, Mr. Washington. Mein Name ist nicht Washington, er ist Hoagie. Ha, das ist witzig, Mr. Washington. Man stelle sich vor, benannt nach einem Sandwich. Na gut, du hast recht, ich bin Washington. Ich wusste es. Hast du auch Putzzeug? Wie die meisten Putzfrauen habe ich es auf meinem Wagen. Im Gang. Nein, ehrlich, ich bin nicht Washington. Sie sind George Washington. Beruf Gründungsvater. Das steht so beim Einwohnermeldeamt. Das ist nicht mein Zimmer. Nun, Sie haben hier ein ziemliches Durcheinander verursacht. Keine Chance, mich reinzulegen, Mr. Washington. Mach ruhig weiter mit deiner Arbeit. Ja, es gibt viel zu tun. Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel nenne. Na gut, die Seife klauen wir mal, würde ich sagen. Der späte Mexetax. Seine Zeit ist abgelaufen. Ein trauriges Ende für so einen Patrioten. Er hängt so ganz gut. Das ist Chacha Binks, oh Gott, und wer ist das da? Auf Samt würden sie besser aussehen. Den weiß ich jetzt nicht. Auf Samt würden sie besser aussehen. Na gut. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Wie wäre es mit einem Totenkopf mit Skorpionen im Mund? Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Puh, ich hab mich nie für Geschichte interessiert. Irgendwie müssen wir das Design quasi verändern oder Neues machen. Aber momentan... Ich will nicht. Ah, wartet mal ganz kurz. Jetzt fällt mir gerade was ein. Das Wasser ist jetzt seifig. Nichts zum Saubermachen da. Okay, wir haben jetzt Seifenwasser. Ich habe keine Ahnung, für was wir das brauchen, aber es ist schon mal ein Anfang, ne? Ah, was haben wir denn hier? Wein. Wein, wie machen wir da Essig draus? Offen stehen lassen. Château de Chapeau, 1775. Ich will nicht. Besser nicht. Ich will 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 nicht. Ich glaube, er will nicht. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck.
Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Aha, ein Pferd. Das Glas wird mir gar nicht gehighlightet. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Hi, Pferd. Selber hi. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Okay. Irgendwie brauchen wir wahrscheinlich die Goldzähne von dem Pferd. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Aha. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Aus der Zukunft. Klingt das nicht gruselig? Hui, buh, die Zukunft. Ich komme aus der Zukunft. Aufgepasst. Mann, es wäre so schön, wenn du nicht mehr hier wärst. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Oh. Zu spät. Okay, Linkshänderhammer fällt mir da gleich ein. Ich will nicht. Warum nicht? Oh nein! Ich hab's verlernt. Oh.
Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus. Trinkst einen Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. Okay, wir haben gerade die Zukunft verändert. Aber ich bin mir nicht sicher, wie und was und wo und warum. Entschuldigung. Hör zu. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Eine Katze und eine Maus. Was für eine niedliche Miezekatze. Hoppla. Katzen stehen auf sowas. Hoppla. Na gut, die Katze will nicht, dass ich die Maus mitnehme. Ah, rote Farbe. Ah, das ist sehr gut. Naja, Farbe halt. Ich find's lustig, das Spiel. Seine Kommentare sind super. Sehr spartanisch. Wohin damit? Oh, da müssen wir aber dann schnell sein, oder? Wohin damit? Wohin damit? Ich will nicht. Hä? Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Gerade hat es noch gemacht. Das kann ich nicht machen. Na, so schnell bin ich nicht. Was könnte ich denn da machen, dass das länger quietscht? Katze wird neugierig. Ich will nicht. Nö, ich mag es, wie es ist. Ups. So, jetzt versuche ich mal was. Jetzt passt auf. Jetzt haben wir uns überall umgesehen. Das ist jetzt mal unsere Vergangenheitswelt. Mehr Bildschirme, glaube ich, haben wir jetzt momentan zumindest gar nicht. Jetzt gehe ich mal... Ah, nee. Warte mal. Wir müssen erst rausgehen. Ah, warte mal, aus irgendeinem Grund, ich weiß aber nicht warum, könnten wir mal den Wagen putzen, oder? Dum-di-dum. Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Ah, ich verstehe den Witz, weil wir immer, wenn man sein Auto wäscht, fängt es zu regnen. Hey, Ben! An. Was willst du? Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist...
Offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Was für ein Genie. Finde ich lustig. So, aber eigentlich wollte ich... Moment, was wollte ich eigentlich? Ach ja, genau. So. Und jetzt ist es ein Kirschbaum. Sehr nice. Und jetzt werden wir das Ego von Washington ein bisschen kitzeln. Ich finde das Spiel wirklich witzig. Halt, stopp, Hobby. Wir gehen in die falsche Richtung, Hobby. Da gehen wir lang. So, Leute, machen wir Pause für heute. Morgen geht's dann genau hier weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.